Frau Leukefeld, wir bringen jetzt mal eine kurze Passage aus Ihrem Buch, das unter anderem auch deswegen zu schätzen ist, weil es mal aufzeigt, wie das Ganze eigentlich in Syrien 2011 anfängt. Zitat: Dare ist eine der südlichsten Provinzen Syriens und grenzt an Jordanien. Es war Anfang März, als in der gleichnamigen Provinzhauptstadt Schuljungen in ihrer Schule eine regierungsfeindliche Parole an die Wand schrieben. Normalerweise hätte der Direktor die Eltern über die Sachbeschädigung informiert und sie aufgefordert, die Wand neu zu streichen und auf ihre Kinder mäßigend einzuwirken. Doch der Mann rief nicht die Eltern an, sondern die Polizei. Die Jugendlichen kamen ins Gefängnis und wurden misshandelt. Als die Eltern beim Polizeipräsidenten die Freilassung ihrer Kinder forderten, begegnete dieser ihnen mit Hohn. Ähnlich erging es ihnen, als sie den Gouverneur um die Freilassung ihrer Kinder baten. Anders als früher hielten die Eltern nicht still und bezahlten, um ihre Kinder freizubekommen. Sie versammelten sich in der Al-Omari-Moschee und brachen zu einer Demonstration auf. Rasch wurde aus dem Zug ein Massenprotest. Und vieles schien aus den Menschen herauszubrechen, was sie schon immer hatten sagen wollen. Sie forderten die Freilassung der Jugendlichen, aber auch ein Ende der Korruption, Respekt und politische Reformen. Die mobilisierte Polizei reagierte verwirrt, zumal sich unter den Demonstranten auch Familienangehörige der Polizisten befanden. Bewaffnete Kräfte des Geheimdienstes schossen in die Menge, es gab Tote. Bei deren Beerdigung tags darauf war die Trauergemeinde größer als die Demonstration am vorherigen Tag. Soweit aus Ihrem Buch. Meine Frage wäre: Reagierten da Direktor, Polizeipräsident, Gouverneur, Geheimdienste autonom? Oder gab es sozusagen strengere Anweisungen von oben aufgrund der Revolten, die wir zu diesem Zeitpunkt schon hatten in Ägypten und in Tunesien? Die Regierungsspitze war relativ entspannt. Bashar al-Assad hatte kurz bevor das in Derna begann ein Interview gegeben. Ich weiß nicht mehr genau, es war, glaube ich, ich glaube, es war das Wall Street Journal, wo er gesagt hat, er kann verstehen, dass in diesen anderen Ländern solche Proteste sind, weil dort sind keine Reformen vorgenommen worden und so weiter. Syrien sei da auf einem anderen Weg und es ginge vielleicht nicht schnell genug, aber man würde an Reformen arbeiten. Und das war eigentlich auch der Eindruck, den ich hatte von Interviews mit vielen jungen Leuten zu dem Zeitpunkt, also kurz bevor das in Derna geschah. Man muss davon ausgehen, dass diese jeweiligen Personen in vorauseilenden Gehorsam reagiert haben. Die waren nervös. Sie waren vielleicht auch deswegen nervös, weil die Bevölkerung in Derna sehr eng verbunden ist mit der Bevölkerung im Norden Jordaniens. Und das sind Familien der Muslimbruderschaft, die 82 aus Hama geflohen sind und sich im Norden Jordaniens auch angesiedelt hatten. Und zwischen Derna und diesen Familien gab es eine ganz enge Verbindung. Die Grenze nach Jordanien von Derna ist nur 4 Kilometer entfernt. Da gab es einen kleinen Grenzverkehr. Also das lief alles unter den Augen der Geheimdienste ab. Die wussten also eigentlich schon, mit was für Leuten sie es zu tun hatten und haben überreagiert. Der Präsident hat dann eigentlich angeordnet, dass die Polizei keine scharfe Munition ansetzen darf. Es sind aber Leute ganz offensichtlich getötet worden und das zeigt natürlich auch, dass er schwach war. Das hat sich nicht durchsetzen können mit seiner Anordnung. Die Geheimdienste haben sicherlich in einem Eigeninteresse gehandelt, die dort unterwegs waren und dann auch Leute erschossen haben. Und umgekehrt war es aber auch so, ich weiß nicht, ob das dann in dem Text auch als nächstes kommt, dass natürlich auch die andere Seite sich dann relativ schnell bewaffnet hat. Also auch in Derna, ich bin da später gewesen, habe gesehen, dass da sehr viel Zerstörung dann auch unmittelbar nach diesen ersten eskalierenden Ereignissen war sehr viel zerstört worden. Und eine Radiostation angezündet worden, völlig verbrannt. Also das war schnell aufgeheizt. Aber es war keine Anordnung von oberster Stelle, sondern ich denke, dass die verschiedenen Akteure
um ihre eigene Position gebangt haben und deswegen so überreagiert haben. Wir haben also gehört, dass wir zuerst in Syrien im Süden eine zivile Protestbewegung mit sehr nachvollziehbaren Forderungen haben. Und dann ganz schnell militarisiert sich diese Geschichte. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass also der pazifistische Widerstand mit Mitteln des zivilen Ungehorsams verdrängt wird durch den militärischen Widerstand. Passiert das deswegen, weil da die Erfahrung gemacht wurde, die Geheimdienste schießen auf uns? Oder auch schon zu diesem Zeitpunkt ist das eine vorbereitete Geschichte auch von außen, die jetzt sagen, so jetzt haben wir einen Anknüpfungspunkt, die Geschichte zu militarisieren in Syrien? Meiner Ansicht nach das Zweite. Also es gab ja ganz starke Kräfte unter den Oppositionellen, die gerufen haben, also die Horan-Bewegung für Bürgerrechte zum Beispiel, die also auf diesen Demonstrationen immer gesagt haben, keine konfessionellen Parolen zu rufen, keine Gewalt anwenden. Wir wollen nur das Gespräch, wir wollen nur die Diskussion und unsere Rechte. Und es ging zum Beispiel auch überhaupt nicht um den Sturz des Präsidenten. Das wurde, ich habe dieses Interview gesehen, es wurde sozusagen von Al Jazeera-Reportern denen in den Mund gelegt. Fordern Sie auch den Sturz des Präsidenten wie in Ägypten oder in Tunesien? Und dann sagt der Mann, nein, darum geht es uns eigentlich gar nicht. Unser Präsident ist ein guter Mann, wir wollen aber hier besser leben können. Also es war eigentlich es wurde benutzt, meiner Ansicht nach wurde das benutzt. Assad reagiert jetzt tatsächlich mit Reformen. Auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Der Ausnahmezustand seit 1963 in Kraft wurde aufgehoben. Ein Demonstrationsrecht an Parteien, ein neues Wahlgesetz, ein Mediengesetz, ein neues Verwaltungsgesetz in den Provinzen wurde erlassen. Der Korruption beschuldigte Gouverneure und Polizeipräsidenten wurden entlassen. Kurden, die bisher als staatenlos galten, wurden eingebürgert und erhielten syrische Pässe. Assad rief zu einem nationalen Dialog auf. Spät diese Reformen. Warum so spät? Ich denke, er hat sich hat sich überschätzt, er hat die Situation unterschätzt. Vielleicht wurde ihm auch bewusst, dass durch die Militarisierung ihm das, was vorher möglich schien für Syrien, entgleitet. Es gab natürlich auch Widerstände innerhalb der Baas-Partei gegen viele Reformen. Also die Baas-Partei ist auch nicht aus einem Guss und es gab vor diesen Ereignissen halt viele Widerstände von der alten Nomenklatura, von der alten Garde, sage ich mal, die auf gar keinen Fall ihre Privilegien abgeben wollten. Während noch ältere, also eigentlich die Kritiker waren die Generation, die Gründungsgeneration noch fast von der Baas-Partei, die gesagt haben, wir müssen hier uns viel schneller verändern und damit wir die Bevölkerung nicht verlieren. Aber diese Diskussionen haben ihre Zeit gebraucht und irgendwie fühlten die sich sicher. Die fühlten sich sicher. Natürlich gibt es Beharrungskräfte, weil es gibt ja Leute, die daran verdienen. Richtig. In dieser historischen Situation, also um jetzt wirklich Reformen durchzuführen, braucht man ja eine Massenbasis, um gegen diese Beharrungskräfte im Parteiapparat, im Staatsapparat angehen zu können. Hätte man Syrien jetzt sozusagen in Ruhe gelassen, hätte da eigentlich die historische Chance bestanden, dass sozusagen mit dem Präsidenten an der Spitze und den Massen an der Basis tatsächliche progressive Reformen in Syrien hätten vonstatten gehen können. Ich bin mir sicher. Denn also die Mehrheit der Bevölkerung wollte Veränderung und dieser Präsident wollte sie eigentlich auch. Aber also durch die Militarisierung ist eigentlich die politische Veränderung weit, weit in den Hintergrund gerückt. Die Möglichkeiten sind jetzt viel geringer, als sie noch vor 4 Jahren waren. Meines Erachtens nach waren die Veränderungsmöglichkeiten 2011 am größten. Auch rasch. Es gab eine starke Opposition, die sich getroffen hat in Damaskus und bestimmte Forderungen gestellt hat. Es gab Gespräche zwischen Regierung und Opposition. Aber es gab aus dem Ausland unglaublich scharfe Kritik. Und diese Entwicklung in Syrien wurde in Frage gestellt. Und dann die Militarisierung hat das zerstört.
Syrien wird also nicht in Ruhe gelassen. Der Konflikt militarisiert sich. Jetzt wird die Freie Syrische Armee gebildet. Was ist das für eine Formation? Die Freie Syrische Armee hat sich, wurde gebildet schon im, wenn ich das recht entsinne, Ende Juli 2011. Und es hieß, es seien Deserteure der syrischen Streitkräfte, auch Offiziere der syrischen Streitkräfte, die mit dem Vorgehen der syrischen Streitkräfte gegen die Protestbewegung nicht einverstanden gewesen seien. Die hätten sich abgesetzt und hätten dann diese Freie Syrische Armee gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war die syrische Armee nicht im Einsatz in Syrien, sondern wo es zu Auseinandersetzungen gekommen war, waren die Akteure Milizen der Geheimdienste. Die syrische Armee hat relativ spät eingegriffen. Viele haben das auch kritisiert. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, als die Freie Syrische Armee gegründet wurde, war die syrische Armee selber kaum im Einsatz. Also die hatte eher eine Kontrollfunktion. Und die haben sich ja interessanterweise in der Türkei gegründet. Also nicht in Syrien, sondern in der Türkei. Die Freie Syrische Armee. Die Freie Syrische Armee. Was nahelegt, dass das auch eine vorbereitete Initiative war. Man weiß heute, dass drei Diplomaten sehr stark diesen ganzen Prozess begleitet haben, wenn man es mal jetzt diplomatisch ausdrückt. Das war der US-amerikanische Botschafter in Syrien, Robert Ford, der britische Botschafter in Syrien und nicht der Botschafter, sondern ein Vertreter des britischen Außenministeriums und ein Vertreter des französischen Außenministeriums. Die haben zusammen sozusagen alle Schritte der Opposition, der Bildung der Freien Syrischen Armee, Bildung des syrischen Nationalrates, später Bildung des syrischen Nationalen Koalition, also alles, was im Ausland in der Türkei sich entwickelt hatte, haben die begleitet. Und insofern lässt sich sehr schwer sagen, wie viele Soldaten tatsächlich aus der Armee desertiert sind und sich dort angeschlossen haben. Und wie viele Offiziere desertiert sind und sich dort angeschlossen haben. Es ist ein Propagandakrieg, also es ist sehr schwer zu sagen, wie viele das tatsächlich waren. Ich weiß aber von syrischen Oppositionellen, die nicht bewaffnet kämpfen wollten, aber gleichzeitig den Kontakt zu diesen Oppositionellen, die bewaffnet kämpfen wollten, gehalten haben, dass sie gesagt haben, die Zahlen sind total übertrieben. Es sind weitaus weniger desertiert und haben sich dieser Armee angeschlossen, als gesagt worden ist. Viele sind desertiert, junge Männer, die einfach nicht in irgendeiner Weise in diesen Konflikt involviert werden wollten, die den Wehrdienst absolvieren mussten. Das war aber eigentlich später. Diese große Zahl von Deserteuren war eigentlich erst so im Jahr 2012 vor allen Dingen. Und Assad hat, ich weiß gar nicht, insgesamt drei oder viermal Gesetze erlassen, wonach, wenn diese Leute straffrei ausgehen, wenn sie zurückkommen. Also das betraf die jungen Männer, die desertiert sind. Die sind aber nicht zur Freien Syrischen Armee gegangen, sondern die sind entweder zu Verwandten gegangen, haben sich irgendwo versteckt. Also ich kenne selber welche, die sich dann versteckt haben und oder sie sind ins Ausland gegangen und haben irgendwie versucht, haben sich nach Russland abgesetzt oder irgendwohin, um ein neues Leben anzufangen. Sie erwähnten jetzt eben gerade schon die Nationale Koalition. Sie sitzt ebenfalls in der Türkei, kurz ETILAF. Und diese Nationale Koalition wird von den Freunden Syriens, so nennen sie sich, also unter anderem von den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Türkei, Katar und Saudi-Arabien, als die Vertretung des syrischen Volkes anerkannt, mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass das syrische Volk gar nicht erst gefragt worden ist. Wie groß ist denn eigentlich die Verankerung von ETILAF, dieser nationalen Koalition, in der syrischen Bevölkerung? Ja, ist sehr gering. Also ich habe eigentlich niemanden getroffen, der die unterstützt. Und ich rede auch mit Leuten, die also überhaupt nicht regierungsnah sind und scharfe Kritiker des Präsidenten, aber sie sagen höchstens mal, die eine Person, die da drin ist, ist ganz in Ordnung.
Aber die gesamte Formation hat sehr wenig Glaubwürdigkeit unter den Syrern. Ja, insofern denke ich, die hat sehr wenig Einfluss. Wir haben eben darüber geredet, dass die syrischen Muslimbrüder auch bei der militärischen Eskalation einen gewissen Anteil gehabt haben. Jetzt, wo die Freie Syrische Armee gebildet wird und die nationale Koalition, die heißt woanders, ist jetzt egal, ausgerufen wird, wie groß ist der Einfluss der syrischen Muslimbrüder auf dieses politische Geschehen? Sehr groß. Die Redaktion des Trotzfunk macht sich ja auch bisweilen so ihre Gedanken und da haben wir uns gedacht, den Sonderbotschafter für Syrien, den wollen wir mal unterstützen mit einem sehr einfachen Friedensplan, nämlich folgendem. Die Waffen schweigen ab sofort. Alle in Syrien vorhandenen politischen Kräfte bilden eine Übergangsregierung, die vornehmlich zwei Ziele verfolgt, nämlich den Unterhalt der Bevölkerung sicherzustellen und zum Ende des Jahres freie Wahlen zu organisieren, in denen die syrische Bevölkerung selbst entscheidet, wie die politische und wirtschaftliche Zukunft ihres Landes aussehen soll. Ich finde, dieser Plan besticht durch seine Einfachheit. Welche innersyrischen Kräfte könnten sich mit diesem Plan zufrieden geben und welche eben nicht? Ich glaube, diejenigen, die unabhängig sind in Syrien, die würden sich möglicherweise darauf einlassen. Diejenigen, die eher ihre Wurzeln oder ihre Anbindung im benachbarten Ausland haben, würden den Plan sicherlich ablehnen. Wir haben einfach eine sehr gespaltene Gesellschaft jetzt in Syrien aufgrund dieses langen Krieges und der vielen Opfer auf beiden Seiten. Also mehr als ein Drittel der Toten sind sicherlich von den syrischen Streitkräften. Ein Drittel oder mehr sind Kämpfer, die gefallen sind und natürlich viele Zivilisten, die ums Leben gekommen sind. Es muss einen Weg geben, dass diese Menschen sich auch wieder versöhnen können. Ich glaube, bevor. Also das wird sicherlich erst möglich sein, wenn längere Zeit auch zuverlässig die Waffen schweigen und man das Gefühl hat, man kann zurück zum Alltag, man kann versuchen, wieder aufzubauen. Davon scheinen wir ja weit entfernt zu sein. Wir lesen in den Medien, dass die USA nun vorhat, 15.000 sogenannte moderate Kräfte aufzubauen, auszurüsten, die sowohl gegen den Islamischen Staat, auf den wir gleich noch kommen werden, kämpfen sollen, wie aber auch gegen das Assad-Regime. Moderate Kräfte, wer ist das in Syrien? Naja, das ist so ein wishful thinking. Also sie möchten sich die gerne schaffen. Ich weiß gar nicht, wer war das? Biden, Joe Biden, der Vizepräsident der USA, hat selber gesagt, es gibt keine moderaten Rebellen. Ich habe keine gesehen. Die einzigen Moderaten, die es in Syrien gibt, sind die Geschäftsleute in Damaskus. Die spielen eine wichtige Rolle in der aktuellen Situation, ohne dass sie im Vordergrund stehen. Aber es geht wohl darum, dass es einen erheblichen Druck auch der Türkei gab, solche Leute auszurüsten und auszubilden. In der Türkei findet das ja statt, aber auch in Jordanien und in Saudi-Arabien. Und das ist meines Erachtens nach ein Zugeständnis der Amerikaner an den Druck der Türkei und Saudi-Arabiens, das zu machen. Aber eine solche Politik scheint doch zu versprechen, dass der Krieg in Syrien weiter forciert und dauerhaft bleibt. So ist es. Wenn wir jetzt Quatsch reden, korrigieren Sie uns bitte gleich. Aber nach der Lektüre Ihres Buches scheint es uns wie folgt zu sein, dass die heutigen anti-Assad-militärischen Formationen in der Hauptsache folgende sind: die Islamische Front, die Südfront, die Nusra-Front und der Islamische Staat. Von der Nusra-Front heißt es immer wieder, sie gehöre zu Al-Qaida. Wir wollen jetzt nicht, weil das zu weit führen würde, auf die Anfänge von Al-Qaida bezüglich der Vertreibung der Roten aus Afghanistan kommen, sondern folgende Frage stellen. Wenn wir heute über Al-Qaida reden, reden wir da über eine Organisation, Mastermind des Bösens, am besten geführt wie Spectre in den James Bond-Filmen, die also irgendwo sitzt und die Fäden zieht, oder was ist Al-Qaida eigentlich?
Wenn man zurückgeht auf die Gründungszeit, dann hat sich Al-Qaida ja gebildet aus den sogenannten arabischen Taliban, die angeworben worden waren vom saudischen Geheimdienst und vom CIA in arabischen Ländern, in Flüchtlingslagern, auch in palästinensischen Flüchtlingslagern, also über da, all da, wo junge Männer in Armut lebten und ohne Perspektive. Die wurden angeworben, als unter der Fahne des Islam sozusagen in Afghanistan zu kämpfen. Und das war die Geburtsstunde von Al-Qaida, das heißt ja eigentlich die Basis, also die Basis dieser arabischen Kämpfer dort in Afghanistan und Pakistan, war eine Organisation, die von Geheimdienstkräften aufgebaut worden ist und auch finanziert worden ist. Das hat sich weiterentwickelt. Es hat ein gewisses Eigenleben ist entstanden über die Jahrzehnte hin und diese Gruppe ist immer wieder mal eingesetzt worden und dann auch wieder zurückgefahren worden. Also, aber es hat sich natürlich, es ist ein bisschen wie der Geist, der aus der Flasche gelassen wird oder das Monster, was kreiert wird und dann auf einmal irgendwie neue Züge offenbart. Also es ist auch teilweise aus der Kontrolle geraten. Aber nochmal nachgehakt, wie habe ich mir Al-Qaida vorzustellen? Sitzt da jetzt ein Chef irgendwo und sagt, so, ihr macht dieses in diesem Land und jenes in jenem Land? Weil immer wenn ein Anschlag passiert, also eine ganze Zeit lang zumindest, bevor der Islamische Staat aufgetaucht ist, hieß es immer wieder Al-Qaida. Was ist das für eine Organisation? Wie ist die strukturiert? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Also ich bin jetzt kein Experte keine Expertin für Al-Qaida, muss ich sagen. Man sagt ja, dass Al-Zawahiri wäre sozusagen der Nachfolger von Osama bin Laden, wobei es Leute gibt, die haben Zweifel daran, dass Osama bin Laden tatsächlich erschossen wurde oder zu dem Zeitpunkt erschossen wurde, wo die Amerikaner das mitgeteilt haben. Dieser eine Mann, der ja ab und zu mal auftaucht mit Stellungnahmen, scheint nicht der Hauptdrahtzieher zu sein, sondern diese Organisationen haben sich sozusagen in kriminelle Vereine, also ich meine jetzt kriminell im Sinne von verbrecherische Organisationen aufgeteilt und verfolgen eigene Interessen, andere Interessen in Afghanistan als zum Beispiel auf der arabischen Halbinsel im Jemen oder im Irak oder in Syrien oder im Libanon, Entschuldigung, in Libyen. Und insofern glaube ich, dass also man vielleicht versucht hat, das Haupt abzuschlagen mit Osama bin Laden, der vielleicht noch eine bestimmte Rolle gespielt hat in dieser Organisation, in wessen Auftrag auch immer. Hat man jetzt viele kleine einzelne Organisationen, die dadurch natürlich auch weniger Einfluss haben. Davon profitiert diese andere Organisation wie der Islamische Staat, der ja im Irak entstanden ist und sich dann ausgedehnt hat und in einer Konkurrenz sich eigentlich befunden hat mit den Organisationen der Al-Qaida. Und dieser Islamische Staat soll aber wiederum ja eine Abspaltung von Al-Qaida Irak Richtig, sein. kommt auch daher, ne? Also es sind alles kleine Ableger sozusagen von dieser ursprünglichen Al-Qaida-Organisation, die aber eigene Interessen in den verschiedenen Ländern verfolgen. Aber kann man eigentlich sagen, man weiß so wenig über Al-Qaida, dass sich dahinter alles und nichts verbergen kann? Also wenn da die tatsächlichen Drahtzieher da immer hinterher sind, bleibt verschwommen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass diese Organisationen geführt sind und dass verschiedene Geheimdienste in diesen Organisationen, zu diesen Organisationen Zugang haben. Also, dass es vielleicht eine Mischung ist von Kämpfern, die irgendwie aus lokalen, also von den einzelnen Ländern herkommen und sich bewaffnen, um eben halt einen Kampf zu führen, der in ihren Augen richtig ist, aber dass es dort eben halt immer Leute gibt, die sie führen und die andere Interessen verfolgen, nämlich eine permanente Kriegssituation zu schaffen. Bleiben wir mal bei dem Konkreten, die Nusra-Front. Da wissen wir zumindest, ja, die existiert. Wer unterstützt die Nusra-Front? Die Nusra-Front wird unterstützt einerseits von der Türkei und von Katar. Sie hat aber auch Unterstützung aus Jordanien. Ich denke, man kann sagen,
dass die Muslimbruderschaft eine wichtige Rolle in dieser Organisation spielt. Was will diese Nusra-Front politisch? Den Sturz des Regimes. Allerdings hat es auch bei der Nusra-Front Abspaltung gegeben. Einigen war die Nusra-Front zu lasch geworden. Die haben sich dann dem Islamischen Staat angeschlossen. Und an anderen Orten hat die Nusra-Front also eingewilligt, lokale Waffenstillstände zu schließen mit der syrischen Armee unter dem Druck der anderen Kämpfer. Denn neben diesen großen Organisationen, die Sie ja eben genannt haben, gibt es natürlich kleine lokale Kampfgruppen noch, die sich mal als Freie Syrische Armee bezeichnen. Aber eigentlich sind das lokale, ich würde mal sagen, Selbstverteidigungsgruppierungen und Milizen, die eigentlich alle die Waffen abgeben wollen. Die wollen ein Ende dieser Geschichte. Und die Nusra-Front steht immer in einem Widerspruch zu diesen lokalen Kampfgruppen, die sich rekrutieren aus Leuten aus den einzelnen Ortschaften. Und die Nusra-Front sagt dann unter Druck zum Beispiel einem lokalen Waffenstillstand zu, bricht ihn aber kurz vorher wieder. Also ist eigentlich jemand eine Organisation, die sich vor allen Dingen dadurch hervortut, dass sie immer wieder lokale Vereinbarungen verhindert in Syrien. Die Nusra-Front will also den Sturz Assads und an dessen Stelle soll treten. Die haben eigentlich kein richtiges politisches Programm. Das Programm der Nusra-Front wird meines Erachtens am ehesten vertreten durch diese nationale Koalition in der Türkei. Die sagen, also man kann, mittlerweile sagen sie ja, man kann mit Vertretern der Regierung sprechen, aber Assad muss abtreten, es gibt keine Zukunft für ihn in Syrien und es soll eine Art Transformations Zeit geben, in der eine neue Verfassung ausgearbeitet werden soll, neue Wahlen ausgerichtet werden sollen. Das sind die Hauptforderungen, die von der Nationalen Koalition erhoben werden. Die Nusra-Front ist am ehesten eigentlich dieser Gruppierung zuzuordnen. Aber sie ist nicht in der Nationalen Koalition vertreten, oder doch? Offiziell nicht. Offiziell nicht. Wie stark ist diese Formation? Und sind da eigentlich syrische Kämpfer drin oder sind da mehr ausländische Kämpfer drin? In der Nusra-Front, In der Nusra-Front. da sind auch Syrer drin. Also ich meine, ich habe die nie getroffen. Das sind jetzt alles Sachen, die ich von Leuten erfragt habe, die sich vor Ort auskennen, also ganz unterschiedliche Leute und die ich gelesen habe. Und das Abgleichen ist mein Eindruck, dass die vielleicht eine 50 zu 50 Formation darstellen. Also ungefähr 50% arabische Ausländer vor allen Dingen und aber auch Syrer. Weiß man, wie stark die Truppe ungefähr ist? Ich kann da keine Zahl nennen. Also manche sagen 20.000, manche sagen 10.000. Das ist Ein Kuriosum ist, dass Israel auch mit dieser Nusra-Front kooperiert, und zwar auf den Golanhöhen. Das mag vor dem Hintergrund der israelischen Differenzen mit Damaskus verständlich sein. Denken wir etwa an die besagten Golanhöhen, an die Beziehung Syriens zum Iran und zur libanesischen Hisbollah. Aber hat man denn in Israel so gar keine Bedenken, dass die Hand, mit der man die Nusra-Front füttert, dass man in diese Hand eines Tages womöglich gebissen bekommt? Ist Israel mit einem säkularen Regime à la Assad nicht eigentlich besser bedient? Ich glaube, es gab auf jeden Fall Positionen in Israel, die das so gesehen haben, die gesagt haben, also lieber den Teufel, den man kennt, als den Teufel, den man nicht kennt. Und dass Assad eigentlich gestützt werden sollte. Die ersten 2 Jahre war Israel, glaube ich, etwas unschlüssig, was sie machen sollen. Sie haben auf der einen Seite nicht viel gegen die Syrer unternommen, haben aber auf der anderen Seite Kontakte aufgenommen, ziemlich schnell. Also über ihre, ich sage jetzt mal, über ihre Freunde im europäischen Ausland haben sie Kontakte hergestellt zu den syrischen Oppositionellen im Ausland, insbesondere in Frankreich. Und jetzt, also sie haben ja dann angefangen, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr das war, ich glaube es war Ende 2012, dass sie also militärisch eingegriffen haben in den Konflikt, indem sie Luftangriffe geflogen haben auf syrische Einrichtungen,
Sie haben einen Kampfjet auf dem Golan, über dem Golan abgeschossen, der im Einsatz war gegen diese Nusra-Front. Und sie haben also verschiedene, sie haben ein großes Forschungszentrum nördlich von Damaskus bombardiert. Immer gesagt, das sei, richte sich gegen die Hisbollah, weil Syrien eben die Hisbollah unterstützt und es wäre gerade vorbereitet worden, Waffen an die Hisbollah zu liefern. Das ist natürlich eine Schutzbehauptung, die sie immer bringen. Aber an dem Punkt hat Israel eigentlich konkret auf der Seite der bewaffneten Gruppen eingegriffen. Und die israelischen Medien, offiziell gibt es dazu keine Stellungnahmen, aber israelische Medien schreiben darüber und interpretieren sozusagen das Schweigen der Regierung dahingehend, dass sie sagen, es gibt so eine Art Waffenstillstand zwischen der israelischen Seite und der Nusra-Front, dass man sie unterstützt, logistisch, aber auch durch humanitäre Hilfe für verletzte Kämpfer, wenn sie weiterkämpfen gegen die syrische Seite, aber dass auf der Gegenseite diese Kämpfer Israel nicht angreifen werden. Warum hat Israel eigentlich so ein besonderes Problem mit dem Iran? Nun, ich glaube, der Iran ist deswegen so ein Spezialfeind von Israel, weil der Iran ganz explizit die israelische Politik offen kritisiert, das Vorgehen gegen die Palästinenser, die Besetzung des arabischen Landes, also die Unterdrückung der Palästinenser, das ist eigentlich etwas, was nur noch von wenigen arabischen Staaten bzw. Staaten der Region ganz offen ausgesprochen wird. Und man sagt ja immer, der Iran wolle Israel vernichten. Das ist eigentlich nicht der Fall, sondern der Iran will, dass Israel sich sozusagen als Staat in der Nachbarschaft benimmt und in Frieden mit seinen Nachbarn lebt. Spricht aber gleichzeitig auch die Legitimation dieses Staates ab. Vor allen Dingen dadurch, wie Israel sich zu seinen arabischen Nachbarn verhält. Also diese ständige Feindseligkeit und Feindschaft. Die wird von dem Iran sehr offen kritisiert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, weswegen man in Israel so extrem oder die israelische Regierung unter Netanyahu so extrem gegen Iran eingestellt ist. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass man im Iran eigentlich eine regionale Großmacht sieht, die Israel selber sein will. Also der Iran ist trotz der Sanktionen, ich habe es vorhin gesagt, stark geworden, auch militärisch stark geworden. Und da sieht sich Israel bedrängt als Regionalmacht. Israel versteht sich als die einzige demokratische und militärisch starke Regionalmacht dort in der Region.